So, genau, bau einen Markt, um halt ne, hier die Leute auf Bürgerliche zu erhöhen. Der Markt ist aber auch noch für andere Sachen wichtig. Deswegen sollte man den auch möglichst früh bauen. Nicht nur, dass die Leute versorgt werden, das natürlich auch, das ist ganz, ganz zentral. Aber, ich mach das mal hier weg. Wir haben ja hier ne, die Möglichkeit. Achso, habe ich noch nicht. Ich kann hier noch kein Wohngebiet. Die Grundvoraussetzung ist davon noch nicht gegeben. Ich kann hier noch kein Wohngebiet markieren. Also, wie wir jetzt dann später sehen, halt, also die Märkte schalten quasi oder machen Gebiete bewohnbar. Sagen wir es einfach mal so. Ja, so abbauen und so ist ja überhaupt kein Problem. Wenn man entsprechende Stellen hat, wo man Sachen abbauen kann, dann braucht man die ja nur zu markieren und schon geht die Luzi ab, wie man so schön sagt. Ja, wenn halt die entsprechenden Einrichtungen, entsprechenden ja, Einrichtungen vorhanden sind, wie Steinbruch oder Holzfäller oder so weiter, ne? Je nachdem, was man gerade abbauen möchte oder muss. Und das läuft dann. Beim Bauen ist es dann halt so, dass die Gegend nicht unbedingt wohngebietsfreundlich ist. Das werden wir später sehen. Und dafür sind aber diese Märkte dann unter anderem zuständig, die dann halt dafür Sorge tragen, dass man halt wohnen kann. Brunnen haben zumindest teilweise den gleichen Effekt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo einen Brunnen hat, dann macht er auch das Gebiet zumindest ein klein wenig wohnlicher. Und er trägt halt mit dazu bei. So, Markt ist fertig. Alles gut. Da gibt es lecker was zu futtern. Wir brauchen natürlich dann noch jemand, der da tätig wird. Später können wir den hier noch weiter editieren und dann den Markt weiter ausbauen. Beispielsweise weitere Stände dazu bauen, wenn man dann das möchte. Oder halt hier das Ding hier selber noch ein bisschen aufhübschen und so. Also alles gar kein Problem. So, was müssen wir jetzt machen? Ihr habt einen neuen Auftrag. Freischalten einer Handelsroute. Auftrag abgeschlossen, baut einen Markt. Alles klar, und da haben wir 100 Golds bekommen. Oh. Eure Dorfbewohner haben einen neuen Status erreicht. Leibeigene neue Zone, Wohngebiet ist verfügbar. Sechs neue Gebäude freigeschaltet. Was ist hier los? Sechs neue Gebäude freigeschaltet. So, eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Ich bin nur euer bescheidener Diener. Genau. Ja, wird ihren Einfluss verändern. Okay, haben wir unsere ersten Prunkpunktchen da bekommen, wenn ich das richtig sehe. Gut. Ja, da ist immer noch das Ding hier im Bau. Wie sieht es denn hier so aus? Die Virginia, die würde ich mal kurz entlassen. Weil wir brauchen ja hier dann ne, früher oder später jemanden, der da tätig wird. So, okay. Wohngebiet. Jetzt kann man das zeigen. Ach nee, das war ja gar nicht der richtige. Da gibt es noch eine andere. Moment mal, wo war das denn jetzt wieder? Muss wieder ein bisschen wieder einfinden. Grenzen des Territoriums. Zonen einteilen. Nein, das ist nicht das Richtige. Wo war es denn? Jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen. Haushalt. Nope. Handel. War es doch das. Wohngebiet. Ach ja, doch, jetzt sieht man es ein bisschen. Das habe ich jetzt beim ersten Anklicken nicht gesehen. Hier wird es ein bisschen rötlich. Ja, hier kann man zwar auch, da wo es rot ist, durchaus den Bereich als Wohngebiet markieren, nur das ist dann nicht so gut gesehen. Also die wohnen dann da zwar unter Umständen auch, aber nicht so gerne. Und hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, entsprechend ein Wohngebiet zu markieren. Ich mache das mal hier so einfach mal so am Weg entlang. Und ob das jetzt unheimlich viel bringt, von der Größe her, weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Spätestens dann, wenn die anfangen hier zu bauen. So. Ich nehme da auch jetzt mal. Bäume sind zwar eine wichtige Ressource, durchaus, aber ich nehme das mal in Kauf, was wir hier den einen oder anderen Baum fällen müssen, damit die Leute hier was so in der Lage sind, halt ihre Wohnungen zu bauen. Stotter, stotter, stotter. Dann ist was los. Dann müssen wir irgendwie nicht so ganz dabei.
Ja, das ist Sommerzeit, Umschaltung, da habe ich immer Probleme. So, das erklärt alles. Gut, da haben wir jetzt die Möglichkeit, also unsere Wohnungen hochzuziehen. Ich glaube, Virginia dann doch wohl zu früh in den Ruhestand geschickt, beziehungsweise ich habe nicht genügend Leute hier, die hier Steine abbauen. Das ist das Problem. Dann sollte ich die Virginia aber vielleicht ganz kurz mal hier mit einbinden. Ja, die zwei Sammler, die würde ich schon ganz gerne behalten. So, wie gesagt, ne, überall Mangelwirtschaft, aber da kommen wir durch. Das ist jetzt hier überhaupt kein Problem. Früher oder später kommen dann auch noch Leute nach. Also wir bleiben nicht bei den 8. Da kommt Nachwuchs von außerhalb. Und insofern, das kriegen wir alles im Griff. Da bin ich guter Dinge. Ja, was wir später noch bauen können, Forsthaus beispielsweise, um hier Holz wieder aufzuforsten und so weiter, solche Geschichten. Aber hier kommt dann auch irgendwann eine Farm, eine Bäckerei, eine Mühle und so weiter dazu, weil die Leute brauchen natürlich Nahrung mit den paar Bären, die wir hier pflücken können. Da kommen wir nicht auf Dauer allzu weit. Insofern ist also sehr, sehr, sehr früh, oder man ist gut beraten, wenn man sich sehr, 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 sehr früh darum bemüht, möglichst genügend Nahrung zu produzieren, sonst sind die Leute mehr als stinkig. Aber Nahrung alleine reicht natürlich auch nicht. Die wollen sich vernünftig kleiden können. Irgendwann brauchen sie auch Luxus und so. Und ja, das werden wir alles noch kennenlernen. Wie gesagt, das werden hier nur ein paar Folgen werden. Ich weiß wirklich nicht. Also Maximum, absolutes Maximum, denke ich mal, 20 Folgen. Eher weniger. Eher weniger. Könnte durchaus sein, dass das so sich im 10er Folgenbereich bewegen wird. Gucken wir mal. Wie es auch passt und Lust und Laune macht. Und ja, ihr seht ja hier, das geht alles relativ gemächlich vonstatten. Ich kann das beschleunigen. Die Möglichkeit ist hier gegeben, hier unten in dem Fall. Da hat man die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Aber will ich eigentlich gar nicht. Also ich finde das eigentlich recht entspannt. Auch mal ja, so eine Siedlung in aller Ruhe entstehen zu sehen. So. Immer noch ein Stein. Naja, es sind nur noch 8, die gebraucht werden. Da kommt der gute Jan oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, den Namen. Er ist auf jeden Fall aktiv. So. Ja, ein Lager. Wo setzen wir am günstigsten, dümmsten das Lager hin? Ich meine, gut, wir haben zwar hier den Holzfäller, aber der wird irgendwann verschwinden, wenn hier keine Bäume mehr sind. Und ich will die Bäume, die hier sind, erstmal so weit wie möglich abbauen. Wir werden uns ja irgendwann mal nach hier hinten bewegen und da haben wir hier jede Menge Bäume. Und auch hier und so, das soll alles weg. Insofern ist also dieser Holzfäller hier, das ist eine Wandergeschichte. Ganz anders als das Sägewerk, das jetzt fertig ist. So, Moment, dann müssen wir ganz kurz mal hier hin. Das geht da zwar auch, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht. Das ist mal so ein bisschen. Nee, das ist die Arbeitsliste. Bevölkerung. Ja, Mensch. Macht man die Sache richtig. So, wir brauchen einen Schreiner. Das nämlich ganz einfach umstellen und dann haben wir hier ne, irgendwann die gute Virginia als Schreinerin hier rum existieren. So. Zufriedenheit ist immerhin bei 56%, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Ein bisschen Geld haben wir auch auf der Tasche. Und so, wir haben aber im Augenblick niemand, der frei ist. Ich sortiere das Ganze mal nach Beruf, dann hat man das besser im Blick. Finde ich. Die Fenster sind übrigens zwei verschiebbar. Das klappt schon ganz gut.
Gut, die Benutzeroberfläche, die ist natürlich, wie gesagt, alles noch im Alpha-Zustand. Ne? Da wird mit sehr wahrscheinlicher oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird sich dann noch einiges ändern. Da gehe ich mal von aus. Und wenn hier schon alleine so, das ist ein bisschen, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Hier werden Sachen halt angezeigt, die dann halt auch entsprechende. Achso, ich kann das mal umbenennen. Ah, stimmt ja. Mir fällt nichts rein. So, zack, bumm, Holzhausen. Wir haben hier die Menge Holz hier. Nennen wir das einfach mal Holzhausen. Ich hätte es auch zu den an der Fluss nennen können oder so. Keine am Fluss nennen können oder so, keine Ahnung. Hier haben wir das Hinweisfenster. Hier ist noch alles gut. Wir haben 8 Leibeigene. Das war die Zufriedenheit, das haben wir ja gerade schon gesehen. Wir können die Warenliste ein- und ausblenden. Und das ist die Geschichte hier, als wenn wir jetzt hier ein Lager hätten und wir müssten jetzt irgendwie oder wir wollten jetzt Stoff einkaufen. Ja, dann würde ich hier auf bevorraten. Nee, verkaufen, suchen wir was. Auf Bevorraten gehen, damit das halt ins Lager eingelagert wird und nicht verbraucht wird von den Leuten hier, ne? Zum Beispiel, um da irgendwelche Kleidungsstücke zu produzieren. So, hier wird Gold angezeigt. Hier kann ich draufklicken, da tut sich nichts. Das ist einfach nur eine Information, das ist auch in Ordnung so. Und das sieht ja, ich sag mal so, grafisch ähnlich aus wie das. Ja, ist auch so umrandet so ein bisschen, wird ein bisschen anders hervorgehoben, das fällt schon ins Auge, aber man muss wirklich dann schon genau hingucken. Und hier hat man nämlich dann die Möglichkeit, auch Sachen freizuschalten, wie beispielsweise eine Fischerhütte, was hier ja Sinn machen würde, das Herrenhaus, das angesprochen wurde und so weiter und so fort. Und dafür sind aber immer entsprechende Grundvoraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Also hier braucht man 2 Punkte. Ich habe 0,5 oder so, wird hier angezeigt, hier wird zwar einer angezeigt, aber scheint tatsächlich nur 0,5 zu sein, egal. Und wie vielleicht eigene man wenigstens haben muss, damit das hier freigeschaltet wird, ja, und so weiter und so fort. Hier ist gerade die Pracht des Dorfes, ja, um eine Stufe gestiegen, ist auch nicht verkehrt. So, das gleiche hier halt für das Königreich. Ich könnte jetzt schon den hölzernen Bergfried freischalten, sehe ich gerade. Ah, sehr gut, dann machen wir das doch. Dann haben wir den schon mal freigeschaltet. Das wäre dann jetzt ein weiteres Gebäude, das man jetzt hier über den Bereich dann entsprechend abrufen kann. Wie sieht es hier aus? Klerus ist noch gar nichts. Huch. Eine Botschaft aus dem Königreich. Ja, kaum gehört man dazu, wollen die auch schon mal irgendwas von ein. Wir erlauben es euch, einen Außenposten auf eurem Territorium zu errichten. Ach so, weil ich das im Bergfried aktiviert habe. Ach ja. So wird es euch möglich sein, an militärischen Kampagnen für euren Lehnsherrn teilzunehmen. Das ist ein Privileg, vergesst es nicht. Naja, was ein Privileg ist. Man muss den Leuten das nur sauber immer gut verkaufen, dann klappt das. Sag seiner Majestät, dass ich seiner königlichen Bitte nachkommen werde. Im Moment habe ich andere Prioritäten allerdings. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu früh mit dem Bergfried, aber das macht es nicht wirklich was. Also hier geht noch gar nichts, ne? Da haben wir wir haben hier noch keinen Einfluss irgendwie des Klerus. Wir haben keinen Prunk und nichts. Wir brauchen also wenigstens 5 Prunk und 10 Leibeigene, um eine Dorfkirche überhaupt bauen zu können. So, wie sieht's denn aus mit unseren Leuten hier? Habt ihr soweit alles? Seid ihr fit? Seid ihr fertig mit dem, was ihr so machen sollt? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich... wir haben 10 Leibeigene. Da sind Leute dazugekommen. Das ist sehr gut. Denn wir wollten ja ein Lager bauen. Steinmetzhütte. Achso, die brauchen wir hier auch noch. Steinmetzhütte. Damit wir richtige Bausteine sozusagen da bauen können. Weil die machen hier nur ganz normalen Stein. Ich würde mal sagen, so vom Platzbedarf her. Wie war das jetzt nochmal gleich mit dem Drehen? So nicht. Irgendwie konnte man das drehen. Oh, alles vergessen. Entschuldige mich dafür. Nein, aber ich bin jetzt stark mit dem Lager aus. Oder nur drehen können. Wie war das mit dem Drehen nochmal? Eigentlich peinlich. Nein, soll ich das so gar nicht bauen. Verdammt.
Jetzt habe ich aber direkt mit dem falschen Fuß erwischt. Warte mal, das müsste doch in den Hilfen zu erfahren sein, oder nicht? Haben die das rausgenommen? Häuser bauen. Steht da irgendwas mit? Nee, das geht nur um Aktionskette. Ist uninteressant. Da habe ich es auch irgendwie hingekriegt. Mit der Dingens geht es nicht. Da breche ich ab. So. Könnte das auch irgendwie drehen? Sonst setze ich das erstmal. Ach, mit der Steuerungstaste. Ja. Manchmal vergisst man die einfachsten Sachen. Steuerungstaste haben wir es doch. So, Atomlager hier hin. Und macht man Sachen einfach instinktiv, weil man es halt, ne, gewohnt ist, schon mal gemacht hat. Und dann stellt man auf einmal fest, irgendwie, hä, Moment mal, wie war das denn jetzt nochmal? Peinlich. So, okay. Wir haben 10 Leute. Also wir brauchen wenigstens einen hierfür. 2 Bauarbeiter, ein Holzfäller, 2 Sammler, ein Schreiner, Steinhauer. Ach so, und wir brauchen natürlich, da kommen wir auch nicht drum rum. Früher oder später brauchen wir auch noch eine Steinmetzhütte. So. Ich sage, bauen wir doch mal fix noch eine Steinmetzhütte hier hin. Denn die benötigen wir auf jeden Fall. Und dann hat sich das mit den Arbeitslosen dann auch relativ schnell erledigt. So. Ja, das war immer jetzt gerade, also muss ich sagen, das ist immer ein bisschen peinlich, dass mir das gerade jetzt passiert ist mit dem Drehen. Weiß ich, kennt ihr das auch, so Sachen, also die man so instinktiv macht, also ne, wenn man zum Beispiel bei so einem Spiel, ne, man kennt das, ne, man hat das sozusagen intus und macht die Sachen dann halt ganz automatisch, sobald man irgendwas, ne, beispielsweise wieder dieses Bauen dann macht, und das, ich muss das mal kurz drehen, zack, macht man die entsprechenden Befehle, beziehungsweise drückt die entsprechenden Tasten, ohne darüber nachzudenken. Und wenn man dann aber bewusst darüber nachdenkt und sagt irgendwie, Moment mal, ich wollte das jetzt drehen, wie ging das Ding jetzt noch von gleich, dann fällt es einem zum Verrecken manchmal nicht ein. Also, ne, das ist, ja, keine Ahnung, ich werde alt. Das wird jetzt sein, ganz einfach. Wir haben die Sommerzeitumstellung und ich werde alt. Genau. Man muss immer eine entsprechende Ausrede finden, dann klappt das schon alles. So, wir bekommen 2 weitere Dorfbewohner. 3 Dorfbewohner haben nicht genügend Platz für Wohnung und so weiter und so fort. Ich mach das einfach größer hier. Das ist ja, also selbst wenn das Wohngebiet vielleicht noch nicht so optimal ist, ich würde mal sagen, immer hier so weit wie es irgendwie geht. Also nutzt das mal hier so bis zum Rand des roten Gebiets. So, ruhig bis hier an die Grenze, ist ja egal, machen wir die mit. Ja, ein paar Bäume müssen dran glauben. Und dann packen wir das hier erstmal soweit voll. Dann haben die Leute hier die Möglichkeit, noch das ein oder andere Wohnhaus hinzusetzen. Und müssen nicht im Freien nächtigen oder so. So, machen wir das mal hier komplett dicht. Ja. Da muss ich halt nur gucken mit dem Markt und so weiter, weil, ne, wie man hier sieht, das Gebiet hier ist rot, das heißt, hier müsste irgendwie noch ein Markt hin. Oder beispielsweise auch ein Brunnen, das könnte man vielleicht auch noch machen. Das kann weg. Genau, ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht dann hier noch einen Brunnen hinsetzen. So,
Mit dem Drehen, ihr wisst, ne, Steuerungstast und so, ne, das ist, ne, also, ja. So, setzen wir hier noch einen Boden hin. Und dann sollte das einigermaßen laufen. So, oh, wir brauchen natürlich jetzt hier für den Kollegen erstmal, also für dieses Gebäude, erstmal einen entsprechenden Träger. Der sollte hier einlagern. Holz. Oh ja, Werkzeug. Wir brauchen früher oder später Werkzeug. Aber ich habe noch keine Handelsroute. Na, erstmal Steine. Und da kommen wir vielleicht noch die Bären. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt machen müssen, aber machen wir das erstmal. Da kann ich ja wieder. Ne, das kann man jederzeit wieder rückgängig machen. So, die Sachen sollen angenommen werden. Das ist in Ordnung. Wir könnten hier hingehen und sagen, maximaler Lagerbestand. Also ich würde das so verstehen, die maximale Kapazität ist ja auf 200 gesetzt. Das ist also hier dann maximaler Lagerbestand, dass hier also maximal bis zu 50 Einheiten von diesem Holz hier gelagert werden können. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ja, dass das entsprechend aufgeteilt wird. So, da werden schon Steine eingelagert. Achso, Lager leeren. Also wenn man das jetzt hier komplett leer machen möchte, dann da drauf klicken. Ja, natürlich ablehnen. Ne? Wenn man hier sagt, irgendwie, nee, das will ich eigentlich gar nicht, dann da drauf klicken. Und hiermit kann man das Gebäude wieder zerstören, wie wir das ja gerade schon gemacht haben. So, die Steinmetzhütte ist fertig. Dann brauchen wir da natürlich jemanden, der da auch arbeitet. Und damit sollten wieder alle Leute genau in Beschäftigung sein. Sehr schön. Es geht langsam, aber sicher vorwärts. Ganz langsam, aber auch ganz sicher. So, da werden die nächsten Häuser gebaut. Das ist schon mal schön. Dann können die Leute da nächtigen oder sich ausruhen oder wie auch immer. Gut, von dem Lagerhaus wird auch entsprechend schon ja, das wird entsprechend genutzt. Selbst die Bären werden eingelagert, das ist gut. Das heißt, es werden also zumindest schon mal mehr Bären produziert, als hier verkauft werden. 7 Bären für diese Woche für 56 Gold verkauft. Und 50 sind hat er momentan hier als Vorrat. Das lässt sich noch ganz gut an, aber wie gesagt, das wird so nicht bleiben. Wir werden sehr, sehr, sehr schnell Versorgungsprobleme bekommen, wenn wir nicht auf die Nahrungsversorgung achten. Ja, die machen, was ich sehr gut finde, ne, die machen sich also ihre Wege hier wirklich selbst. Und wie man hier gesehen hat, ist also hier keine Vorgabe mit irgendwelchen Rastern oder überhaupt irgendwie Vorgaben. Ich will jetzt hier das bauen oder hier das bauen, also jetzt in Bezug auf die Wohnhäuser oder so. So, hier die Gebäude natürlich, aber die kann man ja auch drehen, wie wir ja jetzt wissen. Ich werde wahrscheinlich noch 10.000 Mal drauf rumreiten. Aber wie gesagt, die bauen sich das alles selber und das ist, wird halt recht organisch hier aufgebaut. Also es gibt keine Raster, es gibt keine Beschränkungen. Ich kann dieses Gebäude hinsetzen, quasi wo ich möchte. Ja, und auch wenn die Funktion halt jetzt hier daran gebunden ist, dass es hier Holz gibt. Aber das ist erstmal egal. Ja. Ich könnte beispielsweise es hier stehen lassen, dieses Gebäude, wenn hier mal irgendwann das Holz komplett weg ist. Und hier entsprechend ein Abbaugebiet und hier entsprechend ein Abbaugebiet markieren. Die guten Arbeiter, die werden dann dahin gehen. Ich muss das also nicht notgedrungenerweise einreißen, umstellen und so weiter. Das macht dann natürlich Sinn, wenn man die Wege nach Möglichkeit kurz halten möchte. Das ist natürlich immer von Vorteil, nie die Wege zu lang machen und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist auch von der Grundlösung her finde ich das schon sehr, sehr gut gemacht hier. Ne? Dass man also da relativ frei auch ist. Sozusagen in der Gestaltung der Siedlung und so. Das gefällt mir ganz gut. Entschuldigung. Da liegt irgendwas in meinem Magen quer. So. Gut. Ein Dorfbewohner fehlt es am Platz. Für sein Haus. Ja, nu.
Wie viel haben wir? Oh, 12. Uiuiui, wir sind schon wieder. Das geht hier aber fix. Wir haben 2 arbeitslose Leute. Das ist ein Vorteil, weil ich jetzt natürlich hingehen kann und die entsprechenden Stellen weiter aufstocken kann. Hier noch auf jeden Fall. Also wir brauchen hier auf jeden Fall die 3 komplett. Aber er braucht natürlich auch noch jemanden. Hier ist maximal 5. Mit 2 ist man dann immer noch sehr, sehr, sehr unterbesetzt. So. Gut. Ist dafür erstmal wieder gesorgt. Auf der einen Seite natürlich schön, wenn man mehrere Leute bekommt, ne, die man entsprechend einsetzen kann. Und damit das Ganze halt dann versorgungstechnisch auch runter läuft und so. Ganz klar. Aber die brauchen natürlich auch Wohnfläche. Die wollen ihr Häuschen, die wollen zu essen. Und irgendwann wollen die auch Kleidung und so weiter und so fort. Jo, das wird noch spannend werden. Apropos spannend. Ein Haushalt. Alles gut. Handel. Kann ich den schon freischalten? Habe ich die entsprechenden Ressourcen dafür? Wieso ist hier kein Holz? Warum lagere ich das nicht ein? Das ist, glaube ich, noch auf Rot. Naja, das geht noch nicht.